Frohe Nacht zu Air Memories of Old, gesponsert vom größten Raptor der Welt. Ja, ich habe keine Ahnung, worum es im Spiel geht. Ich weiß nur, dass das Mädchen auf dem, was wir dort sehen, auf dem Titelbildschirm, sich in einen Vogel verwandeln kann, aus dem einfachen Grund. Als ich damals das Season After Falls LP beendet habe, habe ich mich gefragt, ob es noch mehr Spiele gibt, wo wir als Tier spielen können. Ob es Spiele gibt, wo ich als Vogel spielen darf, habe ich erstmal gegoogelt und das war einer der Suchergebnisse. Ja, erst sind wir ein Fuchs und jetzt werden wir ein Vogel. Mehr oder weniger so ein Vogelhybrid. Was auch immer. Starten wir einfach ein neues Spiel. Ja, ich möchte meinen Testspielstand überschreiben. Natürlich, wie vor jeder Aufnahme, wird erstmal Steuerung getestet und... Ne? Audiozeug. Hauk, hör mir zu. Ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wieso steht da unten eigentlich A? Ich hab's doch auf X gelegt. Das wird recht verwirrend. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinsel war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel hier im Land der Götter. Eine Reise wird dich zu allen drei von ihnen führen. Etwas ändert sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei. Das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betet am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei halfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug, geh schon, ich werde hier draußen auf dich warten. Alles klar, geheimnisvolle Stimme, die wir nicht kennen, Person, die mit mir gesprochen hat. Vielleicht ist es keine Person, die mit mir gesprochen hat. Vielleicht hat ein Vögelchen es mir zugezwitschert, versteht ihr? Nein. Wir verstehen es nicht, Chicken. Wir verstehen es nicht. Sind das Bären? Kann man die essen? Will ich die essen? Apropos Essen, hier ist ein Kochtopf. Ja, dann machen wir uns mal eine wunderschöne Mahlzeit aus Beeren. Und hört nicht drauf, was der Text mir vorgibt. Alles eine Lüge. Ja, Chicken, aber das liegt doch nur daran, weil du nicht mit einem Xbox-Controller spielst, so wie jeder normale Mensch, sondern einfach einen PlayStation-Controller, den du als Xbox-Controller emulierst. Ja, ich bin böse. Ich weiß. Diese Tafel ist verwittert. Ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen. In drei Häusern schlummern unterm ewigen Firmament. Text ist nicht eher verwittert, sondern eine Wurzel hat das zerstört. Zerstörung. Zerstörung. Und leuchtende Pilze. Ach, herrje. Mit sehr interessanten Geräuschen. Flatsch, 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 flatsch. Aber nicht so geil wie der Flatsch-Sound, den man macht, wenn man in Minecraft über Honigblöcke läuft. So ein richtiges... Das war jetzt zwar nicht eins zu eins der genaue Sound, aber hey. Aber hey. Aber hey. Was haben Honig und Pilze gemeinsam? Eigentlich gar nichts.
Außer dass man sie essen kann, die meisten jedenfalls. Und hier liegt einfach so ein Teppich. Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt in Karas Namen. Ihre Laterne führt und beschützt uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. Himmelsvolk, um Himmels Willen, sagen wir dann wahrscheinlich immer. Jedes verdammte Mal. Wehe, wenn nicht, da wäre ich traurig. Das Himmelsvolk. Und sieht aus wie ein Eichhörnchen. Eine Statue von einem Eichhörnchen. Wäre gruselig, wenn das eine Statue von einem Fuchs wäre. Weil ich habe ja gerade ja noch von Season After Falls geredet. Wo wir als Fuchs gespielt haben. Kürbis! Kürbislein, Kürbislein, Kürbislein. Ich kann mal runtergehen. Ja, da unten war ja da. Die eine Klippe, würde ich sagen, wo wir nicht hoch konnten. Allzu hoch. Zu steil. Was auch immer. Bin ich da drauf? Na, ich fall runter. Ich kann keine Bäume erklimmen, aber hey. Springer ja ohnehin fantastisch. Aber hochziehen kann ich mich nicht. Wenn du dich hochziehen willst, musst du Tomb Raider spielen. Nee, das ist gemein zu mir, wenn ich am Controller anfasse. Da läuft Lara so schwammig, als ob sie besoffen wäre. Er betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt, solange sie lebte, erlosch es nie. Frag, und vielleicht wird sein Schrein dir antworten. Da wird er ihr Geist mit mir sprechen, oder wie? Ja, als sie noch lebte. Das heißt, sie ist tot. Und wenn wir wirklich mit einem Geist reden. Verdammt hohe Decken. Und interessante Geräusche. Ja, es ist ein Schrein, Chicken. Was erwartest du? Ein Schrein in einer Höhle, das zufällig unter einem Loch steht, wo die Sonne ziemlich stark durchstrahlt. Genau wie im Real Life. Ich sitze zufällig auf einem Fenster, wo die Sonne immer ständig reinstrahlt. Wieso bist du eigentlich so hell? Wir haben, ne? Nach 15 Uhr. Normalerweise ist es um die Mittagszeit und nicht Nachmittagszeit, dass das Ding so hell ist. Das Ding. Jetzt bezeichne ich die Sonne auch noch als das Ding. Ja. Die ewig brennende Kerze. Ja, Laterne. Laterne haben sie ja gesagt, nicht Kerze. Ja, die Kerze aus Hauskerzenschein. Die nichts Besonderes ist. Wow. Welcher Wahnsinn ist dies? Kara! Suddenly dunkel. Wird das jetzt zu einem Horrorspiel? Es war nur ein Spaß! Jetzt sehe ich wirklich Geister. Ach hey, ach hey, ach hey. Die Höhle stürzt ein. Hilfe! Das passiert nicht bei einem Höhleneinsturz.
Ich habe zwar noch nie im Real Life einen miterlebt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht aussieht. Definitiv bin ich mir sicher. Wasserfall. Kann ich ihn erklimmen? Ersteigen. Schwimm ihn hoch. Wie ein... Keine Ahnung. Fische, die halt hochschwimmen. Karpfen schwimmen hoch, ne? Hier unten noch irgendwas? Dass ich von Stein erschlagen werde. Ob ich in diesem Spiel sterben kann? Okay. Aug will da nicht hoch. Ich verstehe, Mädchen. Unsichtbare Wand, ne? Und ich hab... Nein! Mach jetzt hier nicht ein auf Tales of Cydia 2! Bitte! Bitte! Speichere ich lieber. Ich darf nicht speichern. Bin ich also doch in einer lebensgefährlichen Lage. Oh, ich krieg Albträume wieder. Danke auch, Aug. Was? Hoffentlich brennen diese Laternen lang genug, um den jungen Pilger den Weg zu weisen. Junge, die Laterne ist mir gerade vollkommen egal. Die ganze Höhle stürzt du mich herum ein. Ich werde von Steinen zerquetscht. Eigentlich nicht. Es wachsen plötzlich Stalagmiten aus dem Boden. Aufgrund eines Doch komm, der Stein ist doch vollkommen auf meinem Kopf gefallen. Wieso lebe ich noch? Weil das nur so aussah. Optische Täuschung. Ja. Mein Kopf ist eine optische Täuschung. Vielleicht bin ich die optische Täuschung. Das alles hier ist eine optische Täuschung. Denn das alles ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Nee, ist gleich. Ich darf immer noch nicht speichern. Oh, bist du unversehrt. Den Göttern sei Dank. Geht es dir gut? Was ist da drin geschehen? Als die Hülle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Hm, sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach den Papierdrachen. Rede mit deiner. Sobald du angekommen bist. Sie wird dir den Weg weisen. Alles klar. Ich rede mit deiner. Und dann werde ich mit ihr Dinner haben. In einem Diner. Muss aber erstmal nicht Lunch kommen. Stimmt, du hattest nicht mehr so... Doch, ich hatte eigentlich Lunch. Ja, verwandeln beim Springen. Denn wie schon... vorweggenommen im Titelbildschirm. Wir können es mit einem in ein Vögelchen verwandeln. Ich würde sagen, wir sind so ein Adler, Falke oder... Obwohl, mehr ein Adler. Nee, eher mehr ein Falke, würde ich sagen. Ja, ich bin der eine Typ aus One Piece, der von dieser komischen Falkenfrucht gegessen hat. Den Namen vergessen. Aber es war einer von Vivis Freunden. In Alabaster. Aber wisst ihr, woran mich dieses ganze Szenerie erinnert? An The Legend of Zelda Skyward Sword. Nur, dass ich der Vogel bin und nicht hier auf dem Vogel reite. Ich sollte... Falsche Taste. Nicht X drücken, wenn du in der Luft bist. Naja, aber gucken wir uns erstmal die Insel ein bisschen genauer an. Spalt in der Erde.
Im Berg. Ja, hier runter ist ja die Höhle, wo wir den Höhleneinsturz hatten. Möchte Dinge angucken. Zum Beispiel diese Blümchen hier. Ja. Wunderschön. Wunderschön langweilig, ja. Ach, herrje. Blümchen, Bäume, Büsche. Als ob du nicht genug davon hattest die letzten Tage. Ja. Wo Chicken ganz viel Planet Zoo gespielt hat. Und lila Felsen. Oh, Chicken, das da drin ist doch auch lila. Hast du das nicht bemerkt? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Vielleicht ist das kein Felsen, vielleicht sind das Amethysten. Wenn wir sie schleifen, können wir sie für hohes Geld verkaufen. Ich habe keinen Doppelsprung gemacht, ne? War hier dann das Loch in der Decke, wo das Licht zum Schrein von Kara eingeschienen ist? Wenn ja, ist die ganze Höhle bis oben hineingestürzt. Ein rosa Baum. Könnte glatt ein Stück Zuckerwatte sein. Habe ich jemals in meinem Leben Zuckerwatte gegessen? Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Und Auk macht erstmal einen Bauchplatscher. Aber ihr scheint das vollkommen gleichgültig zu sein. Ja, da mache ich mal Bauchplatscher. Na und? Ja, egal. Er braucht schon Fallschaden. Unten steht irgendwas. Yay! Ich bin die Königin der Welt! Die erstmal runterfällt. Juhu! Sturzflug! Ah. Steuerung zu meistern wird noch ein Riesenproblem. Was bist du denn? Ganz viele Vögelchen. Süß. 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 Und ihr da oben? Auch komplett süß. Und ein Drache. Hat der Kerl nicht irgendwas vom Drachen gesagt? Na gut, da ist auch ein Drache. Muss ich jetzt den Drachen folgen? Chicken, so fliegst du nicht! Also mit Flügelschlagen. Wo müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung. Ein Leuchtturm. Hui, was haben wir hier denn? Das Brandenburger Tor. Hat ja auch Gesichter. Kehre um, Joal. Dieser Weg ist nicht für dich bestimmt.